Willkommen zurück, ich bin Gordon und in dieser Folge geht's um die Kurzvorstellung eines Meilensteins aus waffenhistorischer Sicht, dem Sturmgewehr 44, in der Kurzform auch bekannt als MP44 bzw. STG44. Ich zeige euch hier ein paar Details inklusive Technik, erzähle währenddessen ein bisschen was dazu und im Anschluss seht ihr dann noch ein paar Aufnahmen vom Schießstand. Viel Spaß dabei! Das Sturmgewehr 44 bzw. die Maschinenpistole 44 ist eine in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs ab ca. 1942 entwickelte Selbstladebüchse. Im Zweiten Weltkrieg wurden ja bekanntlich zahlreiche Entwicklungen aus waffentechnischer Sicht gemacht, die vor allem nach dem Krieg einen besonders großen Einfluss auf die Waffenentwicklung hatten. Das Besondere hierbei ist, dass mit dem STG 44 quasi eine gänzlich neue Waffengattung geschaffen wurde, dem Sturmgewehr. Woher und von wem die Bezeichnung jetzt genau stammt, ist historisch nicht genau spezifiziert, da ranken sich zu viele Mythen. Fakt ist, dass die eigentliche Kurzbezeichnung MP44 zum Ende hin auf STG44 geändert wurde und sich der Begriff Sturmgewehr auch im Englischen in der direkten Übersetzung Assault Rifle für diese Waffengattung durchgesetzt hat. Der Kern dieser Spezifikation ist eine vergleichsweise leichte Selbstladebüchse im Kaliber einer mittelstarken Patrone, umschaltbar zwischen voll- und halbautomatisch, einem Pistolengriff und mit abnehmbarem Magazin. Damit jetzt hier keine falschen Hoffnungen aufkommen, nein, dieses Schmuckstück hier ist natürlich kein Vollautomat, sondern eine sportlich zugelassene halbautomatische Selbstladebüchse im Originalkaliber. Für uns ist diese Spezifikation heute völlig normal. Damals waren aber entweder Maschinenpistolen in Pistolenkalibern, also zum Beispiel 9mm Luger verbreitet, oder man hatte Repetier-, Selbstlade- oder Maschinengewehre in sehr starken Kalibern, wie zum Beispiel 8x57 IS. Dazu zählt auch das FG-42, also Fallschirmjägergewehr 42. Das FG-42 erfüllt zwar quasi alle Anforderungen an ein Sturmgewehr, war aber im Kaliber 8x57 IS und ist damit vollautomatisch quasi kaum zu kontrollieren. Die Patrone ist in dieser Rolle viel zu stark und Gewehre, die eine solche Patrone vollautomatisch verschießen wollen, müssen dementsprechend auch ausreichend stabil und damit vergleichsweise schwer gebaut sein. Insgesamt heißt das natürlich auch, dass die ganze Technik, die im STG steckt, nicht neu war. Weder die Verschlusstechnik, Pistolengriff, mittelstarke Patrone oder abnehmbares Magazin. Alle diese Dinge gab es bereits oder wurden sogar jeweils für sich verwendet. Im Grunde kann man sagen, dass das STG ein Konglomerat aus bekannten Techniken ist. Aber die Kombination macht's. Im militärischen Einsatz stellte sich das Konzept als bahnbrechend heraus. Aber in den militärischen Hintergrund möchte ich jetzt nicht eintauchen. Dazu gibt's zahlreiche Bücher, Analysen und Artikel. Fakt ist, das STG 44 ist quasi die Mutter aller heutigen modernen Sturmgewehre. Der Einfluss ist nicht nur bei der AK-47 und deren Nachfolger zu sehen, sondern auch und insbesondere beim von Eugene Stoner entwickelten AR-15. Das Kaliber des STG ist die Patrone 7,92x33 kurz oder auch 8x33 kurz genannt. Ein Kompromiss aus der 8x57 IS und der 9mm Luger. Sie wird heute noch vom Hersteller PPU gefertigt und liegt bei den Kosten im Bereich der 8x57 IS. Zu dieser Patrone wird es dann auch nochmal ein Wiederladevideo geben, da die PPU-Munition eine schlechte Präzision in meiner Waffe aufweist und wiedergeladene Patronen bereits in den ersten Tests bessere Ergebnisse erzielt haben. Dazu aber in einem separaten Video mehr. So, jetzt zeige ich euch noch das interessante Innenleben. Zuerst das Magazin raus. Das handelt sich dabei um ein Originalmagazin mit einer dauerhaften Sperre auf 10 Patronen Kapazität. Die Nachbaumagazine, die so erhältlich sind, die funktionieren leider nicht in meinem STG. Zum Zerlegen gibt es hinten an der Schulterstütze so einen Verriegelungsstift, der den von Heckler & Koch ziemlich ähnlich sieht. Er wird einfach rausgezogen. Er hält von selbst, also fällt nicht irgendwo hin. Die Feder sitzt zur Hälfte in der Schulterstütze und ist ziemlich lang.
Hier nochmal der Verriegelungsstift, der kommt von der rechten Seite rein. Viele machen den falsch rum rein. Auf der rechten Seite ist nämlich eine Aussparung, damit er da drin sein kann und nicht rausfällt. Jetzt noch den Verschlussträger und den Verschluss raus. Das ist der Verschlussträger. Einen ziemlich langen Gaskolben, fest arretiert. Und der Verschlusskopf. Der hat einen kleinen Unterschied zu dem vollautomatischen Verschlusskopf. Also der ist etwas anders aufgebaut im vorderen Bereich. Das ist der Schlagbolzen. Der hat keine eigene Feder. Der wird direkt durch die Feder des Ausziehers gehalten. Mal rausnehmen und zeige ich euch das mal. Eine ziemlich clevere Lösung. Der Stift sitzt auch nur lose drin, also der kann so in der Waffe nicht rausfallen. Aufgrund der Konstruktion. Das ist der Auszieher und da ist die Feder. Wir haben dann praktisch einfach so einen Schlitz in diese Bohrung reingemacht, unten vom Kopf und dann ein bisschen von dem Draht hier. Das zeigt dann praktisch in die Bohrung von dem Schlagbolzen. Und die leichte Spannung führt dann dazu, dass der Schlagbolzen da ein bisschen unter Spannung steht und nicht lose hin und her klappert. Der Zusammenbau ist ziemlich einfach. Draufdrücken, Stift rein. Wunderbar. So. Das ist die Sicherung. Und das wäre dann bei einer vollautomatischen Version der Umschaltknopf zwischen halb- und vollautomatisch. Hier natürlich keinerlei Funktion. Das ist ein festes Teil. Der Zusammenbau dann wieder einfach in umgekehrter Reihenfolge. Mit der Kamera ist es ein bisschen doof. Normalerweise würde ich die Waffe jetzt einfach mit dem Lauf nach unten halten und dann fällt es so ganz praktisch einfach rein. Aber man muss ja so ein bisschen fummeln. Aber geht trotzdem ganz gut. Dann die Feder wieder in die Schulterstütze rein. Und die Schulterstütze wieder hinten drauf drücken. Dann den Verriegelungsdorn wieder durch. Einfach reindrücken. Wunderbar. Das ist übrigens die Staubkappe. Sieht der von AR-15 ziemlich ähnlich. Funktionstest, einmal frei. Das war das Zerlegen. So, und jetzt kommt der schöne Teil. Hier bin ich mit Chrissy und einem Schützenkollegen auf dem Schießstand. Wir schießen hier 50 Meter stehend freihändig. Im BDS schießen wir damit die Disziplin Dienstsportgewehr offene Kimme. Das sind dann 50 Meter Präzision, Zeitserie oder Symbolscheibe.
So, das war's mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Teilen, Abonnieren und Zuschauen und hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis dahin.